Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Outdoor-Wasserfilter informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele weitere wichtige Produktinformationen und Kauftipps. Und wir starten direkt mit Tipp Nummer 1. Achtet zunächst erstmal darauf, wozu ihr den Filter anwenden wollt. Also, natürlich, um Wasser zu filtern, aber was für ein Wasser? Ist es Trinkwasserqualität? Braucht ihr ganz spezielle Filter? Ist es vielleicht nur ein normales Gebrauchswasser zum Duschen, was aber trotzdem sauber sein soll oder keimfrei sein soll? Dann reicht auch ein einfacher Filter. Also genau vorher festlegen, was für einen Filter braucht ihr, und danach richtet ihr entsprechend auch eure Filterart oder Leistung aus. Tipp Nummer 2, achtet auf das richtige Volumen eures Gesamtfilters. Also wie viel Wasser passt rein? Wie viel möchte ich nachher auch daraus wieder entsprechend gefiltert haben? Und wie transportiere ich auch vor allen Dingen den Filter? Also soll er im Rucksack mitgetragen werden, brauche ich natürlich einen deutlich kleineren Filter. Reicht es, dass ich irgendwo stationär die ganze Zeit im Zelt stehen habe oder ähnliches, dann könnt ihr auch dort einen Filter nutzen mit einem deutlich größeren Volumenbehälter. Tipp Nummer 3, achtet vor allen Dingen auch auf, wie stark oder wie schnell das Wasser letzten Endes auch gefiltert wird. Also wenn ihr das Wasser reinmacht und durch den Filter lassen lauft, der den Filter anschließt, wie lange braucht der Filter auch, bis das Wasser entsprechend auch grundgefiltert dann nutzbar ist. Tipp Nummer 4, und auch das ist wichtig, wie lange könnt ihr die eingesetzten Filter, die ihr auch immer wieder regelmäßig austauschen müsst, wie lange könnt ihr die nutzen, bis zu dem Grad, dass das Wasser nicht mehr die Filterung hat, wie es eigentlich sein sollte. Da unbedingt darauf achten, dann können sich auch schnell Keime oder verunreinigtes Wasser letzten Endes entstehen. Und Tipp Nummer 5, guckt natürlich grundsätzlich nach der Größe und auch nach dem Gewicht des Filters. Größe hatte ich schon beim Volumen gesagt, aber da geht es um das Wasservolumen. Jetzt geht es hier um die Gesamtgröße und wie schwer ist der Filter. Also lässt er sich unter Umständen in der Tat irgendwie im Rucksack transportieren oder ähnliches, oder muss ich ihn irgendwo gesondert tragen oder herbeikarren oder herbeitransportieren. Weitere Informationen gibt es unter www.sport-abenteuer.de. Besucht uns bitte auf unserer YouTube-Seite unter Sport und Abenteuer. Abonniert uns und schaut euch noch viele weitere interessante Kaufratgeber-Videos an. Rund um Sport, rund um Freizeit und ganz wichtig auch rund um Filter und ums Camping. Und jetzt wünsche ich euch bei eurem Outdoor-Wasserfilter und der richtigen Entscheidung viel Erfolg. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.